In welche fünf Altcoins 2021 investieren? Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. In diesem Video geht es darum, welche fünf Altcoins starten 2021 richtig durch. Ja, ich gebe meine Prognose ab, auch nenne ich hier nur Coins, die ich selber im Portfolio habe. Und jeder weiß ja, dass ich Coinanalysen MSP mache 2021. Wir haben jetzt in den letzten 4 Monaten über 3000% gemacht, ja, mit 6, 7 Coins. Also wirklich der Wahnsinn, ja. Wenn du nicht dabei bist, unten im Video haue ich den Link rein. Könnt ihr euch gerne angucken auf der Webseite. Alles transparent, kein Problem, ja. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video, ja. Coin Nummer 1 ist natürlich ganz klar, ist Ethereum, ja. Ich denke, Ethereum wird dieses Jahr auch wieder Bitcoin outperformen, ja. So wie sie es letztes Jahr getan haben. Und wir haben jetzt selber mit Ethereum riesige Gewinne gemacht letztes Jahr. Bei Ethereum steht dieses Jahr sehr, sehr viel an. Ethereum 2.0 ist ja gestartet. Immer mehr Leute wollen das Staking machen, ja. Diese 32 Ether parken, werden viele Airdrops dazukommen, ja, die auf Ethereum laufen werden. Es laufen etliche ERC20 auf Ethereum. Es ist wirklich sehr, sehr viel, was da bei Ethereum wirklich geht, ja. Und ich denke, Ethereum wird wirklich auch dieses Jahr wieder Bitcoin komplett runterstoßen vom Thron, ja. Vielleicht könnte ich mir noch vorstellen, dass Ethereum sogar von der Performance her das Doppelte machen könnte. Wie Bitcoin könnte ich mir recht gut vorstellen. Also Ethereum wird richtig heftig explodieren, ja. Coin Nummer 2 ist natürlich gleich direkte Konkurrent, ja. Das ist ADA, ja, Cardano. Ich denke, da ja, ist sehr, sehr viel möglich. Die sind noch lange nicht am Kursziel, was sie für ein Potenzial haben. Also sie sind auf einem richtig, richtig guten Weg, ja. Sie sind jetzt auf dem Weg auf zu einer dezentralen, komplett dezentralen Plattform, ja. Es entstehen Millionen von neuen Wallets. Auch jetzt mit diesem Token-Locking, was jetzt kommt, mit den Smart Contracts, die jetzt implementiert werden. Also es ist wirklich krass, 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 was da jetzt bei Cardano ansteht. Und das ist wirklich mein Coin-Tipp Nummer 2. Es könnte wirklich sein, dass Cardano sogar Ethereum noch ein bisschen Marktkapitalisierung abnimmt. Deswegen denke ich, wäre es gut, wenn man in beiden Coins reingeht. Und so macht man, denke ich, überhaupt nichts falsch, ja. So, Coin Nummer 3 ist ja, wer meine Videos verfolgt hat, weiß natürlich, das ist der AVA, ja, das ist Travala. Ich denke, der Coin ist viel zu kurz geraten, gerade wegen Corona und aufgrund von seinem totalen Supply und seinem wirklichen Mehrwert, seinem Nutzwert, ja, in der Kryptowelt. Das haben wirklich nur die wenigsten Coins, die haben wirklich einen wahren Nutzen, ja. Es werden Millionen Umsätze gemacht mit Reisen und der AVA wird als Zahlungsmöglichkeit ja, benutzt. Dafür gibt es noch ein sehr, sehr lukratives Staking von bis zu 24% im Jahr. Und jetzt, wenn Corona dieses Jahr endet, wird der Coin völlig explodieren. Ja, davon kann man ganz stark von ausgehen. Und AVA ist für mich völlig unterbewertet. Ja, und jetzt kommen wir zu Coin Nummer 4. Ja, das ist der Best, ja, Bitcoin Ecosystem Token von Bitpanda, der Token, der für ja, Gebühren, wenn man weniger Transaktionsgebühren bezahlen will, genutzt werden kann, ja. Der Best, der hat wirklich eine krasse Performance hingelegt. Wir haben selber mit dem Best ja, über 800% gemacht in den letzten Monaten. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und der Coin ist noch lange nicht am Ziel, wenn man das Ganze vergleicht mit Binance. Ich bezeichne gerne auch mal Bitpanda als das Europa, als die Europabörse von, also das europäische Binance, ja. Und wenn man das nun mal bisschen vergleicht mit Binance, ja, oder Binance Token jetzt steht ja bei, ja, oder Binance Coin, ja, das sind ja, knapp bei 130 Dollar, oder hat der Best Token ja wirklich noch extrem Luft nach oben, gerade mal mit ungefähr 90 Cent, 1 Euro. Und ich denke, da sind in diesem Jahr locker 500%
möglich. Gerade auch, weil ich weiß, wie gut Bitpanda ist, gerade jetzt auch mit dem Sparplan. Und viele Leute nutzen einfach Best, um diese Transaktionsgebühren günstiger zu kriegen. Und überall bindet Bitpanda auch diesen Best mit ein beim Bezahlen. Es ist offensichtlich, dass man mehr Coins kriegt. Viele Leute klicken drauf. Dazu haben sie ein Coin-Burning mit drinne. Also der Best-Token ist wirklich klasse, klasse, muss ich wirklich sagen. Und da denke ich, kann man einiges in diesem Jahr noch erwarten. Coin-Tipp Nummer 5, nimmt mir das nicht so übel, ja, den Coin-Tipp Nummer 5, den kriegt ihr in einer von meinen Pakete, Einsteigerpaket oder halt im Profi-Paket, biete ich an, Coin-Analysen, MSP. Und wenn ihr mehr wissen wollt darüber, schreibt mir unten in den Kommentaren, beantworte ich euch das gerne. Oder ihr könnt mich auch persönlich anschreiben, meine Kontaktdaten sind drinne in der Beschreibung. Und ihr könnt mir gerne auch in den Kommentaren reinsetzen, was ihr von diesen Token haltet oder von diesen Coins, was ihr selber für welche, auf welche ihr selber setzt. Ich weiß selber, es gibt etliche andere, die extremes Potenzial haben. Aber man, ja, hat mich jetzt hier halt auf 4, 5 Coins festgelegt. Deswegen, ja, schreibt es mal rein in den Kommentaren. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, ciao, ciao.